Ja, ich bring's mal auf den Punkt, so wie Millionen Deutsche das sehen. Mhm. Ich habe die Schnauze voll. Mhm. Ich habe die Schnauze voll von einer asozialen, ja, Ungerechtigkeit in unserem Land und von einer heuchlerischen Doppelmoral der Politik. Denn wenn man etwas von anderen fordert, Opferbereitschaft fordert, dann muss man bei sich selbst anfangen. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass man auch im Kanzleramt spart, Licht abschaltet, auch die Klimaanlage runterdreht und vor allen Dingen einen Kanzleramtsbau stoppt. Wenn man etwas fordert, muss man es vormachen. Und die Menschen, und das spüre ich jeden Tag in Hunderten von E-Mails, sind verzweifelt, haben Angst, alles zu verlieren. Und wir helfen gerne. Aber wir müssen dabei aufpassen, dass wir uns nicht selbst verlieren und unser Land dabei zerstören. Und das, was hier gerade passiert, ist gefährlich und es ist ein Kochkessel für etwas, was dann auf den Straßen weitergeht. Und ich komme aus einer Ecke, wo Gewalt normal ist. Und ich möchte das nicht in unserem Land. Aber was hier passiert, auf den Rücken und den Kosten der Bürger, muss aufhören.